diese tiefe Erkenntnis war, dass für ihn auch in diesem Lebensmittelbereich es Sinn machen muss, dass der Sinn und die Gesundheit für Mensch und Natur vor dem Gewinn steht. Das war sein Ziel und dem hat er sich verbunden und er hat dieses Ziel so fest anvisiert und sich dem so selbst verpflichtet, dass er jetzt mit 74, selbstverständlich gehörte da viel dazu, zurückschauen kann und sehen kann, wie er sein Ziel erreicht hat, sich das erfüllt hat. Ja, und diese Kraft des Satzes, dein Zukunfts-Ich erwarte dich, gibt dieser Vision, die im Unbekannten liegt, denn die Zukunft ist unbekannt und die uns deswegen verunsichert, uns auch ängstigen kann, dass sozusagen der Sinn, das Ziel unseres Lebens im Dunkeln, im Neuen, im Unbekannten liegt, das holen wir da mit diesem Satz heraus und dieser Satz ist wie ein Platzhalter für das ganz eigene persönliche Ziel, dem wir entgegenstreben und das uns gleichzeitig erwartet. Sowohl gilt es für dich als auch für mich, diese ganz individuelle Schicksalserfüllung, denn das ist das Besondere an der menschlichen Biografie, dass wir geprägt werden aus der Vergangenheit und unsere Erfüllung finden in der Zukunft, die uns aus dem Unbekannten entgegenkommt, uns erwartet. Und diese spirituelle Tatsache, denn es ist eine spirituelle Tatsache, dass der Gedanke von heute meine Realität von morgen werden wird. Und wenn ich einem Impuls die Treue halte und mich ihm verpflichte, diesem Lebensimpuls, dann durch alle Schwierigkeiten und Umstände hindurch, dann kann er Realität werden und sich unser ganz individuelles Leben erfüllen. Wenn ich aber diesen Impuls nicht fühle, ihm nicht nachgehe, sondern glaube, ich kann mein Leben von hinten nach vorne leben oder leben aus Gründen, Geld zu verdienen oder erfolgreich zu sein oder meinem Vater oder meiner Mutter oder wem auch immer zu gefallen oder sicher zu sein oder also diese von der Vergangenheit orientierten Lebensimpulse, wir spüren das, führen oft nicht zur Lebenszufriedenheit. Die Krisen gehen dann ins Leere, denn die Krise braucht, damit es eine Chance wird, das Licht aus der Zukunft. Und jetzt verstehst du vielleicht, so wie ich, auch besser, am Beispiel von Götz Rehn und diesen 40 Filialen von Alnatura, was ja in unserem kleinen Leben eben sich auf eine ganz andere Weise erfüllt, aber das Grundprinzip bleibt dasselbe. Dein Zukunfts-Ich erwartet dich. Und in den allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten des Lebenshauses Mut zu haben, die ganz eigene Biografie zu leben und sich mit dem Zukunfts-Ich in Verbindung zu bringen und damit in ein erfülltes und zufriedenes, sinnerfülltes Leben hineinzugehen.